Wissenschaftler stellten eine Kamera direkt im Brennofen eines Krematoriums auf, um den Prozess der Einäscherung für eine Studie festzuhalten. Wann die Leiche eingeschoben wird, geht dank eines Bewegungssensors die Aufnahme automatisch an. Doch das, was passierte, lässt einen Schauer über den Rücken jagen. Die Kamera ging nachts an und nicht wie geplant tagsüber. Der Sarg wurde eingeschoben und bewegte sich etwas, als würde jemand von innen versuchen, sich zu befreien. Fabio, ein junger Mitarbeiter, eilte dorthin. In der Zwischenzeit brach der Sargdeckel und ein Arm schaute heraus. Der Wächter war in einem Verbrechen verwickelt. Glücklicherweise wurde der Prozess gestoppt und er konnte aus dem Sarg befreit werden. Der Plan war simpel. Nachdem die Opfer ihre Wohnung an die Betrüger übergaben, verabreichten diese ihnen starke Schlafmittel, wonach sie ins Krematorium gebracht wurden. Aber nicht dieses Mal. Die Betrüger kamen hinters Gitter und der Chef des Krematoriums stand unter Schock, nachdem er erfuhr, was hinter seinem Rücken geschah.